Einst pulsierte diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität. Dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Was für ein schöner Einstieg. Weiteres Training, Faith. Ja, ich weiß, du hast es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieh dir das neue Trainingsgelände an. Schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? Na, mitziehen. Ich fühle. So, kleines Tutorial. Gehen wir hier schnell durch. Weil ich mich natürlich hier schon auskenne. Das hier ist Heimat für mich. Ich springe über den Spalt vor dir. Ah, das kriegen wir doch nur noch hin. Leute. So. Da ist sie. Häng dich dran. Das war die erste Frau. Das finde ich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Hi Faith, willkommen zurück. Dass wir uns so schnell wiedersehen. Freu dich nicht zu sehr darüber. Oh, fast vom Gebäude gesprungen. Direkt der nächste Sturz und wieder außer Gefecht sein. Oh, im Tutorial sollte vielleicht nicht daran halten, was sie mir erklären wollen. Und ein Wallrun. Kriegen wir noch hin. Und drüber. Und Tür treten. Ja, über eine Stange balancieren, das ist für Erstklässler. Hattet ihr sowas eigentlich im Sportunterricht? Wir haben immer nur langweilige Sachen gemacht. Parkour war mehr wie Morun als wie Parkour. Wäre cooler gewesen, wenn wir das wirklich gemacht hätten. Damals, als ich noch fit genug dafür war. Ich müsste mich mal wieder in Form bringen. So. Von Rohr zu Rohr. Ich könnte jetzt im Detail noch über die Sachen eingehen, wie man Sachen kann. Ich meine, es ist ein Parcours-Spiel. Man springt, man läuft, man rutscht. Jede Taste macht ihr eigenes. Gutes, einfaches Tutorial. Hier kommt man schnell durch. Seht ihr so ein bisschen die Moves, die es so gibt, was sonst in diesem Spiel alles wartet. Bevor hier gleich die Action komplett losbricht. Haben wir so ein bisschen Spannung. Wir können es ja hier ein bisschen umsehen. Ich finde dafür, dass das Spiel von wann? 2007? Wenn ich mich nicht irre, ist echt schön. Auch wenn ich hier immer wieder so ein paar Grafikschwankungen und Linien habe, das sieht nicht so schön aus. Aber ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. So, Seilrutsche. Und die Hände werden weggebracht. Jetzt muss man fallen und zu weit geflogen. Geht's ja gut, Angeberin. Diesmal schaffe ich's. Ey, 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 ey. Nicht direkt vom Gebäude springen. So, ein bisschen früher diesmal. Geschafft. Ich werde nicht alles beim ersten Mal schaffen, aber ich versuche mein Bestes. So. Beim Springen in die Hocke gehen, damit nicht ein Stahlrad hängen bleiben. Stacheldraht. Bleiben. Was? Ach so, ich soll die Rolle machen. Sprungbrett und Leiter hochklettern. Easy.
Dann letzter Teil des Tutorials, bevor wir in die Story eintauchen. Mark will, dass ich etwas Sparring mit dir mache. Du kennst ihn ja. Bereit? Also los! Na ja, voll drauf. Doku schlagen. Sprungtritt. Rutschtritt. Kombiniere Bewegungs- und Angriffskombinationen, um im Kampf noch effektiver zu werden. Okay, Faith. Lass uns ein bisschen entwaffnen üben. Nur für den Fall. Na dann, meins. Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und dann einzelnen Kampf ausschalten, Faith. Meine. Mit X-Zeitlupe aktivieren. Haben wir ja bis jetzt auch nicht gebraucht. Wir kommen, glaube ich, ganz gut ohne klar. Aber vielleicht gibt es ja ein paar coole Tricks, die man mit Zeitlupe machen kann. Finden wir es raus. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Drake hat einen Job für dich, Sir. Meld dich bei ihm. Faith, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Bis später, Faith. Bis dann. Hast du das Training abgeschlossen? Was möchtest du jetzt tun? Spielen. Überleg gut. Okay. Electronic Arts Presents. Eine DICE-Produktion. Mirror's Edge. Das ist so dieses andere frische Gefühl, so hier diese Welt zu sehen und sie laufen zu sehen. Oh. Tut mir leid, ich bekomme hier direkt schon Gänsehaut. Das ist nur das Intro. Finanzbezirk 13.58 Uhr. Legen wir los. Ja, ja, die Vögel sind total beeindruckt. Wenn du mit Philosophieren fertig bist, könntest du dich dann auf unsere Arbeit konzentrieren. Lass mich ein bisschen Spaß haben. Bereit. Du musst dir die Lieferung bringen. Die erwartet dich beim Funkturm genau vor dir. Da sind wir doch innerhalb von Sekunden da. So, Wallrun, Turnjump, Wallrun, Turnjump. Gucken wir, dass wir hier schnellstmöglich durchkommen. Wenn wir früh genug abspringen, können wir nochmal ein, zwei Sprünge auf der Röhre machen. Ich beeil mich doch. Komm, komm, komm. Oh, Gott sei Dank. Ihr habt keine Ahnung, wie oft ich dieses Teil verfehlt habe früher. Wenn ihr diese komische Drehung dauernd seht, es gibt einen Move, mit dem man so einen Sidestep machen kann. So. Der Punkt läuft deinetwegen heiß, Faith. Klingt, als einer ein paar Kopf zu dir unterwegs. Sie haben einen Tipp von dem Nachrichtenheli. Mit diesem Sidestep, der ist eigentlich dafür gedacht, um auszuweichen oder sich schnell umzudrehen für verschiedenste Dinge. Wenn man sich dabei aber schnell mit der Kamera zur Seite dreht, ist man direkt durch einen kleinen Programmierfehler, durch einen kleinen Bug auf maximaler Geschwindigkeit. Oh, Gegner. Hey, kletter hoch! Der Punkt dreht durch, raus da, Faith! Bin doch schon auf dem Weg! Wer hat die überhaupt alle abgesperrt? Bist du da, Sir? Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Nehm mal diese Spanner! Faith ist cool! Unterwegs. Halt dich bereit! Die erwischt mich nie! Du musst durch sie durch. Kaum. Bevor einer von euch überhaupt irgendetwas machen kann. Na, versucht ihr immer noch? Sind noch mehr Kopf im Anmarsch.
GPS klebt an dir. Bin doch schon da. Hey, wirf den Koffer rüber. Bang! Okay, ich übernehme. Okay, die sind hart drauf, Cell. Ich komme klar. Shit, hau ihr ab, los! Ah, noch mehr Cops. Okay, ein bisschen abbremsen, sonst wird das gleich schief gehen. Oh, wenn man da zu schnell ist, kann es sein, dass man einfach den Helikopter verpasst, weil man noch nicht grabben darf. Auf Wiedersehen! Sollte ein entspannter Job werden, warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Bin auf dem Weg. Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Mark. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuchst du schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Ich möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nie weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Merk. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arland Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey! Mark! Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich. Schwesterherz, willkommen! Bin fast da. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche rauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. So, kurze Werbeunterbrechung.